Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen zum 1 Live, beim 1 Live Talk Radio Montagnacht, unsere freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 und die Faxnummer ist 080 220 5051 und die E-Mail-Adresse lautet 1live.domian@wdr.de. Wenn ihr mailt und wenn ihr faxt, bitte die Telefonnummer draufschreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. Erste Anruferin heute Nacht ist Steffi und Steffi ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Steffi. Um was geht's bei dir? Ja, mein Thema ist Doppelleben. Doppelleben? Ja. Das heißt, du führst ein Doppelleben? Ja, genau. Inwiefern? Ich bin verlobt, in der vierten Woche schwanger und gehe nebenbei anschaffen. Vierte Woche schwanger? Ja. Verlobt seit wann? Seit 4 Monaten ungefähr. Auch seit 4 Monaten verlobt? Ja. 4 Monaten schwanger, 4 Monate verlobt? Vier Monate verlobt und in der vierten Woche schwanger. Ach so, in der vierten Woche, genau, ja. So war es, ja. Habe ich jetzt verwechselt. Nee, macht nichts. Und du gehst anschaffen? Ja. Mhm. Und mein Freund, der weiß davon nichts. Und du gehst schon sehr lange anschaffen, vermute ich? Seit 3, 4 Jahren ungefähr. Seit 3, 4 Jahren. Der Freund hat überhaupt keine Ahnung davon. Null Ahnung. Mhm. Du bist ja seit 4 Monaten verlobt, sagst du. Ja. Wie lange kennst du den Freund schon? Wie lange bist du mit dem zusammen? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Ist ja schon eine lange Zeit, anderthalb Jahre den Freund zu belügen, ne? Ja, das ist so ein schlechtes Gewissen, was ich habe, ja. Das glaube ich. Was sagst du denn deinem Freund, was du machst? Also offiziell bin ich arbeitslos. Mhm. Wohnt ihr zusammen? Nee, 400 Kilometer auseinander. 400 Kilometer? Mhm. Ja gut, da kann man natürlich dann schon eher schummeln, ne? Ja, das fällt das nicht so auf, ja. Bist du so richtig Vollzeit-Hure oder nur mal so ein bisschen nebenher? Hobby-Hure. Das heißt, wie viele Einsätze so in der Woche hast du? Maximal 2, wenn es hochkommt. Ach so. Also das ist so, ich habe so meine Stammkunden, da sind so eine knappe Handvoll, sage ich jetzt mal. Mhm. Und naja, die kommen dann immer so auf Anruf, melden sich kurzfristig an, also so kann man so pauschal nicht sagen. Ja. Der eine kommt vielleicht alle 4 Wochen oder kommt dann in der Woche 2 Mal oder so ungefähr. Ja, die kommen dann zu dir ins Haus? Ja. Ja, wie, das ist ja doch eine sehr ungewöhnliche Form der Prostitution, sag ich jetzt mal. Wie bist du da, wie hat sich das so eingefädelt, wie bist du daran gekommen? Geldmangel. Ja, das ist mir schon fast klar. Ich meine, dass du so die Kunden dann in dein Haus, zu dir nach Hause kommen lässt, hast du annonciert, hast du irgendeine Bekannte gehabt, die sowas Ähnliches macht? Wie hat sich das ergeben? Ich habe das mal so ab und zu mal so in der Tageszeitung so eine Annonce gelesen. Mhm. Und da bin ich dann mal auf die Idee gekommen, das mal einfach mal selber auszuprobieren. Ja. Und da habe ich mal so einfach mal so inseriert, Hausfrau sucht, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und Telefonnummer angegeben, Handynummer angegeben und haben sich dann welche drauf gemeldet und die mir halt sympathisch waren, habe ich reingelassen und ich habe das mal am Telefon immer schon gesagt, auf Sympathiebasis. Ja. Und die mir sympathisch waren, habe ich dann reingelassen und Verstehe, so hat sich das dann entwickelt. Ja. Was nimmst du so für eine normale Nummer? 50 Euro. 50 Euro? Zwischen 50 und 100 Euro, so nehmen wir. So, jetzt geht das anderthalb Jahre schon so, dass du deinen Freund belügst und sagst, dass du arbeitslos bist. Und er überhaupt gar keine Ahnung hat davon. Null Ahnung. Null Ahnung. Und jetzt sogar schwanger bist von ihm. Ja. Ist das so passiert oder habt ihr euch das sogar überlegt und wolltest du schwanger werden? Das war mehr oder weniger ein Unfall, aber wir haben gesagt, wenn es passiert, passiert es. Mhm. Und dann damals, ich habe zwar schon mal gesagt, ich sage wegen Abtreibung, da sagt er, um Gottes Willen, mach's bitte nicht. Ja. Also er steht dazu und hat ja auch gesagt, ich werde dich auf jeden Fall heiraten, sagt er, und hat er mir auch einen ganz romantischen Heiratsantrag gemacht. Genau, ihr seid ja nun auch verlobt. Und das heißt, wenn man verlobt ist, steht ja die Hochzeit irgendwann, irgendwie sollte es zumindest so sein, bald an. Ja, das war so oder so geplant. Und als es dann hieß, vor 14 Tagen habe ich dann erfahren, dass ich schwanger bin. Mhm. Und da hat er dann mir einen ganz romantischen Heiratsantrag gemacht. Und
So, Steffi, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt muss etwas passieren, ne? Mhm. Ist dir klar? Das auf jeden Fall, ja. Ja. Was denkst du denn für dich so? Hast du irgendwelche Planspiele schon gemacht, wie du dich verhalten wirst und verhalten sollst? Also auf jeden Fall habe ich vor, dass die ganze Sache mit dem Anschaffen auf jeden Fall abzubrechen. Ja. Und weil ich ja vorhabe, dann zu ihm zu ziehen und sage dann, ja, danach ist finito, auf jeden Fall. Aber ob ich ihm betraue, mir das zu beichten, weiß ich nicht. Ach so, das ist also das Problem. Im Prinzip, die Entscheidung ist schon gefallen, dass du damit aufhörst, weil du zu ihm ziehen wirst. Ja. Überhaupt bist du ja auch bald jetzt schwanger und dann geht's bald eh sowieso nicht mehr. Ja. Die Frage ist, sollst du es ihm sagen oder wann solltest du es ihm sagen oder sollst du es ihm überhaupt sagen? Ja, genau. Mhm. Was ist das für ein Mann, mit dem du da zusammen bist? Beschreib ihn mir mal. Also ich so vom Charakter her, meine ich. Bitte? So vom Charakter her. Also vom Charakter her, liebenswerter Mensch, also einen besseren Mann kann man sich nicht wünschen, sage ich jetzt mal. Aber hast du denn dann in all diesen Monaten und in den anderthalb Jahren, hat dir das nicht irre wehgetan, dass du den Mann, den du doch so hochschätzt und offensichtlich sehr lieb hast, so hintergangen hast? Ja klar, also ich habe nächtelang, bin ich da manchmal aus dem Zimmer geschlichen, wenn ich bei ihm war, und habe mich auf dem Klo eingeschlossen und habe geheult. Mhm. Und warum hast du es nicht vorher schon mal unterlassen oder versucht zu unterlassen? Versucht schon, aber mich hat das Geld gereizt. Aber ist das Geld es wert, einen Menschen, den man so schätzt, so zu behandeln? Eigentlich nicht. Nee, das ist mir auch schon klar. So, nun ist es aber geschehen, anderthalb Jahre. Nun wollen wir nicht in den alten Geschichten kramen, sondern wir wollen jetzt darüber nachdenken, was jetzt zu tun ist. Erstmal finde ich gut, dass du dich so entschieden hast, zu sagen, und ich würde sagen, sofort, nicht noch wieder hinziehen jetzt, nochmal ein paar Euro einkassieren, Schluss aus, ab morgen ist Schluss. Mit dem Gedankenspiel schon seit den letzten 4 Wochen, seitdem ich weiß, dass ich schwanger bin. Aber in den letzten 4 Wochen hast du es immer noch wieder mal gemacht? Nein. Nein? Nein. Das ist ja gut. Also seitdem ich weiß, dass ich schwanger bin, lief gar nichts mehr. Ja. Dein Traum ist wirklich, eine Familie zu gründen, mit diesem Mann, den du schätzt und ehrst, mit dem zusammenzuziehen und halt auch das Kind dann zu haben und ein ganz neues Leben anzufangen. Genau, ja. Weil keiner aus meiner Familie. Mhm. Wenn du dir vorstellen würdest, ich frage jetzt nur mal so, das ist noch nicht die Richtung, die man vielleicht unbedingt einschlagen müsste, ich frage nur mal so, wenn du es ihm sagen würdest, nach dem Motto, pass auf, ich muss beichten, bevor ich in die Ehe gehe, was meinst du, wie er reagieren würde? Also das Thema habe ich schon mal so über 3 Ecken angespielt und habe gesagt, wie er darüber denkt, was er für eine Einstellung hat über Prostituierte oder ja? so. Und dann hat er gesagt, na mein Gott, das sind ja auch nur Menschen, ich war auch schon mal bei einer. Mhm. Mhm. Also vor meiner Zeit. Mhm. Und da sagt er, na mein Gott, das sind ja auch bloß Frauen, das ist ja das älteste Gewerbe der aller Zeiten. Gut. Ist natürlich, aber ich weiß jetzt nicht, wie er reagieren würde. Genau, so ist es. Ich meine, so eine Einstellung zu haben ist ja okay und ist die eine Sache. Die andere Sache ist zu erfahren, dass die eigene Freundin anderthalb Jahre auf den Strich gegangen ist, ne? Na, ich weiß nicht, ob ich ihm das sagen soll oder nicht. Also manchmal, ich finde, manchmal ist Schweigen ja auch durchaus klug. Mhm. Und wenn, ich meine, man muss sich die Situation mal vorstellen, du bist schwanger, ihr steht kurz vor der Hochzeit, du liebst diesen Mann, er liebt dich. Ja. Vielleicht würde man jetzt so viel kaputt machen, indem du das sagst, was eigentlich nicht richtig wäre, das kaputt zu machen. Vielleicht wäre es ganz, ganz auch in Ordnung, nachdem du die Entscheidung gefällt hast, ich mache es nicht mehr, Schluss aus, da mache ich einen Strich drunter unter diesen Abschnitt meines Lebens und ich gehe mit ihm in einen neuen Abschnitt rein. Ja. Und du lässt es einfach für dich offen, es vielleicht irgendwann ihm zu erzählen. Ja. Oder vielleicht nie, oder vielleicht auch nie. Das Einzige ist, was ich habe, die Angst, dass ich dann was kaputt machen könnte. Wenn du sagst. Wenn ich das mal irgendwann mal sagen sollte. Ja, 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 ja. Also ich sage mal, entweder vor der Ehe oder nie. Vielleicht nie. Mhm. Mhm. Weil ich mir sage, dann hat er ja noch die Chance zu sagen, nee, ich heirate dich nicht. Also Steffi, ich will dir mal sagen, die ganz große, ehrliche Verhaltensweise wäre natürlich, wenn du vor der Ehe Klartext redest. Mhm. Ne? Das wäre so die ganz große, saubere Verhaltensweise.
Ja, klar. Andererseits fände ich es auch nicht verwerflich, wenn du für dich entscheiden würdest, ich hülle jetzt den Mantel des Schweigens um meine Vergangenheit und kümmere mich wirklich ehrlich um meine Familie, um meinen Mann, um mein Kind und lerne auch aus dem, was ich da falsch gemacht habe. Das musst du natürlich tun, dass nie wieder irgendetwas Ähnliches passiert, dass du deinen Mann hintergehst. Eben, ja, ja. Also die Ernsteste, die ich da eingeweiht habe, war, dass ich meine Freundin eingeweiht habe. Mhm. Also die weiß da von Anfang an Bescheid, was ich da mache. Aber die müsste dann auch wirklich dann absolut dicht halten, ne? Weil das wäre sehr schlimm, wenn er das irgendwie dann über einen anderen Kanal rausbekommen würde. Nee, ich habe ja mit ihr mal drüber gesprochen, da sagt sie, ich brauche keine Angst haben, von ihr erfährt niemand was. Mhm. Also Steffi, ich finde, ich sage dir so von meinem persönlichen Empfinden, finde ich beide Vorgehensweisen vertretbar. Mhm. Und zwar diese Vorgehensweise des Schweigens, des Verschweigens, vielleicht im Sinne der oder für das Kind und für die Ehe und dass da nichts kaputt geht. Ja. Entscheidest du, du kannst ihn besser einschätzen und du kannst dich am besten einschätzen, mit welchem Entschluss du am besten leben kannst. Ja. Wie gesagt, ich finde, beide Wege sind gehbar. Mhm. Das musst du für dich alleine in der stillen Stunde in deinem Herzen entscheiden, was es ist, was das Richtige ist. Ja. Da kann dir keiner, glaube ich, so einen ganz richtigen Rat geben. Also ich habe dann, wo ich dann mit meiner Freundin drüber gesprochen habe, sie sagte auch, am Ende muss ich selber wissen, was ich mache. Mhm. Und da sagt sie, sie will mir da weder zureden noch abraten. Ja, so würde ich mich jetzt dem auch anschließen. Und die Begründung habe ich ja gerade gesagt. Mhm. Ich wünsche für die Entscheidung alles Gute, Steffi. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. So, meine Lieben, heute haben wir eine freie Themennacht. Morgen haben wir ein Thema, das wir aufgegriffen haben aus der Vergangenheit, weil es so sehr interessant war und weil es so toll gelaufen ist, nämlich der Tag X. Ich möchte mit euch über euren Tag X reden. Über den Tag, wo ihr sagt, da seit diesem Tag ist alles anders. Oder dieser Tag, da hatte ich ein unglaublich bewegendes Erlebnis. Diesen Tag werde ich nie wieder vergessen. Dieser Tag ist einfach so der zentralste Tag in meinem Leben, wenn ich zurückdenke. Der Tag X, das ist unser Thema morgen. Heute könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50, eine kostenfreie Telefonnummer. Jetzt haben wir noch eine Steffi, die ist aber 10 Jahre jünger. Hallo Steffi, 22 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Heute rufen nur Steffis bei mir an. Steffi, um was geht's? Ja, ich habe eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Mhm. Also das ist eigentlich mein Freund, kann man sagen, weil die Ehe sowieso kaputt ist. Also das war sie auf jeden Fall bis jetzt. Und wir kennen uns 2 Monate jetzt und ich bin jetzt auch in der 4. Woche schwanger, also zwischen 3. und 4. Ihr kennt euch 2 Monate erst, ja, und bist schon leider schwanger? Ich glaube es ja fast nicht. Ich glaube es auch nicht. Schon mal was gehört von Verhütung und so? Auf jeden Fall, ja. Und wie ist es passiert? Ich hatte Magen-Darm-Grippe. Du hattest Magen-Darm-Grippe? Ja. Und dann kann man nicht verhüten? Doch, dann schon, aber ich habe die Pille und von daher, die wirkt dann nicht. Also die wirken verlässt danach und... Und das wusstest du vorher nicht? Das wusste ich schon, aber dann no rest, no fun. Und es war, also ich habe ihm das auch gesagt und so, dass es dann eventuell schwanger werden könnte. Und er meinte dann, ja, ist nicht so schlimm. Und ach, ihr habt sogar richtig vorher darüber gesprochen. Hier, ich könnte eventuell schwanger werden, weil ich Magen- und Darmgrippe hatte und da wirkt die Pille nicht. Genau. Und dann hat er gesagt, obwohl ihr euch erst... Er meinte, dann ist es okay. Also, obwohl ihr euch damals erst 1 Monat kanntet, ungefähr. Genau, ungefähr, ja. Krass, finde ich das. Finde ich von beiden Seiten krass. Ja, fand ich auch. Ja, ich finde auch von deiner Seite krass, dass du da nicht drauf bestanden hast, hier Bursche. Wenn, dann mit Gummis. Mhm. Sowieso, wenn man sich erst so kurz kennt, ist das ja wohl gar kein Thema, dass man Gummis nimmt, auch wenn du die Pille nimmst. Mhm. 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 So, nun ist es passiert. Genau. 2 Monate mit dem Typ zusammen. Mit dem Typ meine ich nicht abwerten, sondern mit deinem Freund zusammen. Der ist verheiratet. Ja. Die Ehe ist nicht in Ordnung, sagst du. Ja, auf jeden Fall sehe ich das. Sagt er das dir so? Er sagt es mir und ich habe es auch gesehen. Wie hast du es gesehen? Ich kenne ihn auch schon länger. Ich kenne ihn schon über 1 Jahr und wir waren auch gute Freunde bis jetzt. Und kennst die Familie auch, seine Frau? Ich kenne seine Frau auch. Ach so. Und die Kinder kenne ich auch. Also
ich kenne die Familie quasi und ich weiß ungefähr, was sowas los ist und bekomme auch den Ehestreit mit. Und warst du quasi so eine Freundin der Familie? Eher eine Freundin des Mannes. Also. Und wie hast du ihn kennengelernt? Wie hat sich der Kontakt ergeben damals? Der war über meinen Bruder. Mein Bruder ist 3 Jahre älter als ich und ich habe ihn dann über meinen Bruder kennengelernt. Das ist ein guter Freund von meinem Bruder. Wie alt sind die Kinder von ihm? Die Kinder von ihm, also das sind 3 Stück, die sind zwischen 1 und 5. 1 und 5, ja. Und er ist ein paar Jahre älter als du, sagst du? Ja, er ist 28. 28, weiß er jetzt, dass du schwanger bist? Ja, weiß er. Und was hat er dazu gesagt? Wie hat er das aufgenommen? Am Anfang war es positiv und mit der Zeit, also er weiß es seit Donnerstag, letzte Woche Donnerstag. Und am Sonntag war es noch positiv und dann, als ich ihn dann gefragt habe, ob er sich am Sonntag, weil er wohnt 70 Kilometer von mir, weil ich umgezogen bin, dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht am Wochenende zu mir kommen möchte. Und dann meinte er dann, nein, ich habe keine Zeit und ich muss bei meiner Frau bleiben und so und geht nicht. Also er ist total abweichend zu mir. Ah, also die Euphorie ist jetzt dahin. Ja. Was für ein verantwortungsloser Kerl. Ja, finde ich auch. Also ich habe einfach die Schnauze voll. Ja, aber die Verantwortungslosigkeit betrifft dich ganz genauso. Aber ich sage es jetzt erstmal auf ihn bezogen, dass er in dem Moment, wo du sagst, ich könnte schwanger werden, er sagt, ja, ist doch okay. Komm, lass uns unseren Spaß haben. Und jetzt zieht er sich zurück. Genau. Sodass du den Eindruck hast, dass das nur so eine Sexgeschichte war und er letztendlich gar nicht wirklich an dir interessiert ist. Mhm. So einen Eindruck hast du? Ja. Mhm. Müsste doch weh, sowas, also benutzt zu werden. Auch das ist ja auch so eine Art Benutzung, das tut mir sehr weh. Hat er denn in den letzten Wochen, also bevor das mit der Schwangerschaft klar war, hat er irgendwie so in Aussicht gestellt, dass ihr vielleicht zusammenkommen könntet, dass er sich trennt von seiner Frau? Ja, also er hat gesagt, ich lasse mich auf jeden Fall scheiden. Also er hat immer geredet, aber nichts getan. Also das habe ich ihn auch sehr oft unter die Nase gerieben und da war er dann immer, ja, komm, lass mich doch in Ruhe damit und du verstehst das ja eh nicht. Und also er hat nie zu dir gesagt, ich bin verliebt in dich, oder? Doch, das schon. Das hat er gesagt? Das auf jeden Fall. Also nur eben, wenn es dann... Das kann er auch gesagt haben, um dich einfach gefügig zu machen, ne? Ich hoffe nicht. Hört sich aber so an, Steffi. Hört sich aber so an. Wenn der wirklich in dich verliebt wäre, wenn da wirklich wirkliche Gefühle im Spiel wären, würde der sich jetzt natürlich anders verhalten. Willst du das Kind haben? Ich glaube nicht. Also ich bin aber immer gegen Abtreibung, weil das ist ja auch Mord für mich. Und mir tut das weh zu sagen, nein. Aber ich kann auch nicht sagen, ich will es haben, weil es ist ja auch eine Affäre gewesen und so. Es ist ja, weil von so einem Typen, also nein, also war blöd gelaufen alles, auch von mir her. Ja. Wie hast du dir denn jetzt was vorgenommen, was du in der nächsten Zeit machen willst? Er sagt, er will nicht kommen, er hat mit seiner Frau irgendwas zu tun. Willst du ihn noch ein paar Mal anrufen oder wie planst du dich zu verhalten? Also ich verhalte mich ganz ruhig, ich melde mich gar nicht mehr. Mhm. Also, weil er weiß, dass ich so ein Typ bin, ich melde mich nicht. Mhm. Das weiß er auch. Und er hat mich auch schon angerufen und gefragt, wie es geht. Also das ist das Einzige, was er getan hat. Er hat mich jetzt einmal angerufen und gefragt, wie es geht. Mhm. Also das finde ich schon mal gut, dass du nicht so eine Frau bist, die jetzt ihm hinterherläuft und an ihm klammert und zerrt und quasi bittet, dass er doch kommt. Das machst du nicht? Nein. Nein. Mhm. Das habe ich ihm auch gesagt. Also ich werde auch nicht bitten und betteln. Ich habe ihn einmal gefragt, wie es ist. Und dann hat er gesagt, ja, weiß nicht, kann ich nicht beantworten. Aber wie gehst du damit um? Du hast ja jetzt in den letzten Wochen schon Gefühle entwickelt. Bei dir sind Gefühle entstanden. Mhm. Und du wärst ja auch gerne mit dem näher jetzt in Kontakt gekommen. Gib doch mal all den anderen Leuten, die in ähnlichen Situationen sind, ist ein Tipp, wie du diese Gefühle wieder runterfährst. Wenn man das überhaupt so allgemein sagen kann. Aber du tust es ja, ne? Du hast es dir ja vorgenommen. Ja, ich tue alles runterstucken quasi. Ich stoppe das und irgendwann lasse ich es raus. Also irgendwann platze ich dann auch mal. Mhm. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, Steffi, dass du dem wirklich eine Grenze zeigst, dass der nicht vielleicht nach einer gewissen Zeit wieder ankommt und dich wieder als Sexpüppchen benutzen will. Mhm. Ne, die Gefahr könnte ja bestehen, wenn er merkt, auch die Steffi, die klammert gar nicht und die ist jetzt ganz ruhig, da kann ich ja wieder anrufen nach ein paar Wochen. Wenn ich zu Hause Langeweile habe oder sexuell frustriert bin, rufe ich die an und dann habe ich meinen Spaß.
Dem würde ich diesbezüglich dann aber auch einen Strich durch die Rechnung machen. Ja. Es sei denn, du kannst das für dich so hinkriegen und bist dann nicht verletzt und nicht traurig danach. Ja, ich bin zwar traurig, aber ich habe darauf keine Lust mehr. Da Also du fühlst dich, letztendlich fühlst du dich so richtig verarscht, ne? Ja. So klingt die Geschichte auch. Ja, das ist auch. Also das oberste Ding, was man daraus lernen kann, ist, finde ich, dass du auch mehr Verantwortung entwickeln solltest so für dich und was mit dir und deinem Körper passiert, Steffi. Mhm. Ne? Dass bei der nächsten Affäre du zumindest nicht auch noch schwanger bist, gleich nach 4 Wochen. Ja. Denn das kann man ja alles doch nur wirklich umgehen oder meistens umgehen. Ja, auf jeden Fall. Du gehst zu einer Beratungsstelle und besprichst, was du tun wirst und lässt dich da beraten. Und ich von meiner Seite kann dir nur sagen, dass du wirklich jetzt auch eisern sein sollst, aber habe ich keine Bedenken. Du hast eine ganz gute Ausstrahlung diesbezüglich, glaube ich, dass du dem die kalte Schulter auch zeigst jetzt. Ja. Alles Liebe und alles Gute, Steffi. Ja, ich danke dir. Tschüss. Okay, tschüss. Nadja, 17 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Nadja. Ja, hallo. Hallo. Du hörst mich. Ja, ich höre dich. Das ist gut. Ich höre dich auch, sehr schön. Um was geht's, Nadja? Ja, bei mir geht's darum, ich habe Angst, mit meinem Freund zu schlafen. Mhm. Warum? Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber... Ist egal, können wir offen drüber reden. Haben viele, viele Leute, auch junge Leute haben das Problem, ist gar nicht schlimm. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Seit heute 4 Monate. 4 Monate? Ja. Ist denn überhaupt schon irgendwie ein bisschen was so erotisch, sexuell gelaufen? Ja, halt nur rumgeknutscht. So Petting-mäßig auch? Nein. Noch nicht, also nur geknutscht. Also ich traue mich das nicht so richtig. Und er, will er? Setzt er sich? Ja, er hat schon angedeutet, er hat auch schon gefragt, so ja, wann wollen wir mal miteinander schlafen und so. Mhm. Und dann kommt von mir auch gar nichts, also ich kann darauf nicht antworten. Mhm. Weil ich hatte schon ein paar Freunde so, ja, die wollten auch immer nur das eine und dann wollten sie mit mir schlafen und ich habe dann immer Nein gesagt und dann waren sie sauer und haben gleich Schluss gemacht. Also es gibt noch keinerlei sexuelle Erfahrung? Nein. Nee. Bis auf Knutschen nichts gewesen? Nein. Mhm. Und wie hat er jetzt bisher so darauf reagiert, dass du doch zögerlich bist und ein bisschen vorsichtig oder vielleicht auch ein bisschen ängstlich? Ist er? Ja, er sagt das halt immer so und ich antworte nicht und also er sagt doch mal und so und also er nimmt das ganz locker hin, aber ich denke dann irgendwann, dass er dann irgendwann Schluss macht oder so. Ja, aber er hat noch nichts irgendwie diesbezüglich angedeutet, dass er dich unter Druck setzt oder ein bisschen sauer ist oder sowas. Mhm. Nee. Was macht denn, Nadja, wir müssen ja gar nicht mal über den richtigen Geschlechtsverkehr reden, sondern lass uns erstmal so ein bisschen reden über so Erotik, sich vielleicht ausziehen und streicheln und was man so alles an netten Sachen machen kann. Warum hast du da so eine Angst vor? Ja, ich hab noch nie mit einem Jungen geschlafen, also ich bin auch eine Jungfrau. Ja. Und ich habe auch irgendwie Angst, dass er mich danach verlässt, so. Also, dass er mich nur einmal so, ne, und ja. Davor habe ich Angst. Aber die Gefahr ist natürlich auch gegeben, wenn überhaupt nichts passiert, dass er dich dann auch verlässt, ne? Ja, eben. Gibt es denn darüber hinaus noch einen anderen Grund, neben der Angst, verlassen zu werden? Ja, dass ich mich auch schäme, dass ich ihm nicht gefalle, so. Gibt es denn da einen Grund für? Eigentlich nicht. Also ich bin schlank, also ich bin nicht dick oder so, aber ja, irgendwie... Also wenn ich dich jetzt sehen würde, kann das sein, dass ich sagen würde, ist ein ganz normal, gut aussehendes 17-jähriges Mädel? Ja. Also es sind keine zwei Nasen oder 4 Ohren und nein, sowas, gar nichts. Nee. Nein, das nicht. Also besteht gar kein Grund, sich zu schämen. Gehst du denn mit deinem Freund zum Beispiel in die Badeanstalt? Nein. Auch nicht? Also er wollte mit mir schon mal wo ich wohne, da ist so ein Wasserparadies und hat er auch schon mal so gefragt, ja, wollen wir nicht mal da hingehen und so. Ja. Und ich so, ja, weiß nicht. Und also ja, warum denn nicht? Und ich gehe nicht so gerne. Aber Nadja, da muss doch irgendetwas sein, was dir doch nicht so sehr an dir gefällt. Hast du das Gefühl, zu dicke Beine zu haben, zu kleinen Busen zu haben oder irgendwo Pickel zu haben? Sag mal ganz offen. Eigentlich nicht.
Also ich habe keine dicken Beine, also ich bin ganz normal, also ich bin eigentlich auch zufrieden mit mir, aber irgendwie ist da was, ich schäme mich so, Nacken mich irgendwie, ich kann mich noch nicht mal vor meiner Mutter so Nacken zeigen, wenn sie in mein Zimmer kommt und ich mich gerade umziehe, kriege ich die Krise, wenn sie das sieht. Hast du Geschwister? Also ich bin ein bisschen, ja, so verklemmt. Ja, hast du Geschwister? Ja, Eltern? Aber die wohnen nicht bei mir. Ach so. Also du wohnst mit deiner Mama alleine und mit deinen Eltern? Na, also ich wohne seit einer Woche alleine. Ach, ganz alleine schon? Ja, genau. Ah, ja. Also ich habe ein betreutes Wohnen. Ja. Aber eigene Wohnung. Ja. Jetzt frage ich mal was ganz Ernstes, was aber auch was sehr Intimes ist. Ist denn irgendwann vielleicht mal in deiner, früher als du Kind warst oder Jugendliche, ist dir da jemand sexuell mal zu nahe getreten? Also ich hatte mal einen Freund, der hat mich immer so ein bisschen bedrängt und mich irgendwie angetatscht und ich wollte das nicht und der hat einfach weitergemacht und wenn ich gesagt habe, hör auf oder so, hat er nicht aufgehört und dann bin ich dann weggelaufen. Und aber da ist weiter nichts passiert. Nee, und dann hat er dann halt auch Schluss gemacht, also ich war kindisch und mir konnte man nichts anfangen. Und als du Kind warst, ist da vielleicht irgendwas mal passiert, dass dich ein älterer Typ irgendwie angegrabbelt hat oder... Nee, das nicht. Das nicht. Auch nicht zu Hause ist nichts vorgefallen. Nein. Gar nichts. Mhm. Ja. Also Nadja, jetzt müssen wir dann was tun, ne? Ja. Also so verschämt zu sein ist nicht in Ordnung. Sich Zeit zu lassen mit dem ersten Sex finde ich völlig in Ordnung. Man muss das nicht sofort machen und da darf man sich auch gar nicht unter Druck setzen lassen, weil die anderen groß protzen. Aber die Schämerei ist ein bisschen blöd. Ja, das... Ne? Ja also wie bei so vielen solchen Sachen, muss man dagegen dann auch angehen und muss selbst auch was dagegen tun. Ja. Ne, man kann sich in so Gefühlen auch gehen lassen und treiben lassen oder man kann sagen, nee, ich will das nicht, ich tue da auch jetzt was gegen. Mhm. Und weißt du, was meine erste Idee ist, was du dagegen tun wirst? Nee. Du wirst in den nächsten Tagen dich mit deinem Freund verabreden und dann geht ihr schwimmen. Ja. Und dann hast du ein Bikini oder Badeanzug? Badeanzug. Na okay, ja. Ist ja auch schon mal ein Anfang. Ja. Und dann gehst du mit deinem Freund schwimmen. Das ist der erste, das ist der erste Schritt. Mal gucken. Also. Das ist ja auch noch nicht so schlimm, ne? Das ist ja ein bisschen unangenehm, aber noch nicht so ganz unangenehm. Nee, also nicht so angenehm wie da, so als wenn er mit mir schlaft. Gut, klar, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen das ja schrittchenweise machen. Ja. So, und wenn das jetzt erstmal so geklappt hat, dann kannst du das ja mehrfach machen, um dich auch so ein bisschen dran zu gewöhnen. Und dann bin ich sicher, dass du nach einer Weile merkst, Mensch, das ist doch völlig okay. Vielleicht fühlst du dich sogar geschmeichelt, wenn andere Jungs dich angucken, nach dem Motto, oh, ich gefalle denen. Ja, das passiert eigentlich oft so, aber da bin ich natürlich nicht im Badeanzug, aber mein Freund ist da auch schon ziemlich eifersüchtig. Ja, siehst du. So, und der allernächste Schritt ist dann natürlich, vielleicht sich mal ein bisschen, noch nicht auf richtigen Geschlechtsverkehr, aber so ein bisschen auf, man kann ja mal zusammen auf der Couch, auf dem Bett liegen und sich streicheln. Man kann ja auch mal ein bisschen was ausziehen, vielleicht den Oberkörper nur. Nur den Oberkörper. Und sich da streicheln und so. Mhm. Das musst du jetzt aber alles ein bisschen angehen und auch dann auch versuchen durchzuziehen, auch wenn es dir ein bisschen unangenehm ist. Weißt du, das Tolle daran ist, du tust es ja letztendlich nicht nur für deinen Freund, sondern wenn du erstmal die Barriere überwunden hast, dann macht es dir natürlich auch Spaß. Es fängt an mit dem ins Schwimmbad gehen, das macht ja Spaß, schwimmen zu gehen. Ja, klar. Ne? Und es ist ja auch ätzend, wenn man immer so ein Schamgefühl hat, das macht einen ja richtig, das engt einen ja richtig ein. Ja, also ich meine, ich gehe schon schwimmen, aber nur mit Freundinnen, aber halt bei ihm ist das anders, da schäme ich mich irgendwie, dass ihm irgendwas nicht so an mir gefällt. Doch, musst du jetzt durch, Nadja. Ja, ich werde... Musst du wirklich durch, wenn der jetzt so oberflächlich ist und auf die kleinsten Kleinigkeiten achtet, dann kannst du ihn eh vergessen. Und das ist dein Freund und ich gehe mal davon aus, dass du schon in ihn verliebt bist. Ja klar, also ich liebe ihn auf jeden Fall. So. Und er auch. Ja. So. Und zur Liebe, zum Verliebtsein gehört auch Vertrauen. Ja. So. Und zum Vertrauen gehört auch, dass man sich so ein bisschen gehen lässt und öffnet. Mhm. Und das musst du dann auch machen. Ja. Und ich würde ihm das auch noch ein bisschen mehr erklären, damit er das auch versteht. Sag ganz einfach, ich habe Probleme damit. Ich bin einfach so eine Schamtante. Ich schäme mich immer.
Und wenn er das so ein bisschen kapiert, weißt du, dass der das nicht anders auffasst. Er könnte es ja auch auffassen, dass du überhaupt nicht an ihm interessiert bist. Ja, das stimmt auch. Ne? Erklär ihm das ganz einfach mal. Und wenn er dich wirklich lieb hat, wird er da auch ein bisschen Verständnis für haben. Ja. Und er wird bestimmt Verständnis dafür haben. Wenn er merkt, dass du dich auch bemühst, Stichwort Ballanstalt, Stichwort Kuscheln und so weiter. Ja. Ja? Nadja. Ja, ich meine, er weiß ja, dass ich Jungfrau bin und deswegen drängt er mich auch nicht so, aber irgendwann vielleicht schon irgendwie mal, weil... Ist ja auch normal, ist ja auch okay. Ja. Ne? Und es geht ja, wie gesagt, nicht nur um ihn, sondern es geht auch um dich. Du sollst und wirst ja auch dann deinen Spaß dabei haben. Ja. Ne? Aber ich meine, das mit der Jungfräulichkeit, das hat er ja auch nicht von mir erfahren, das hat er ja von einer Freundin erfahren. Und dann hat er mich den einen Tag mal drauf angesprochen, sag mal, stimmt das eigentlich, dass du wirklich Jungfrau bist? Aha. Und ich erst mal gar nichts, gleich vor rot geworden. Ich so, ja, woher weißt du das und so? Siehste, schöner wär's gewesen, wenn du es ihm gesagt hast. Ja, hättest, ne? Also, wenn das alles in der Beziehung passiert. Ja, stimmt. Ich möchte trotzdem, dass du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Ja, okay. Ist das in Ordnung? Ja, ist in Ordnung. Und versprichst du mir, dass du die Verabredung einfädelst zum Schwimmen? Ja, das mache ich. In den nächsten Tagen? Ja, das mache ich. Super. Okay. Du legst auf, meine Psychologin, die Elke, ruft dich an und ich wünsche dir gutes Gelingen bei allem. Ja, und dann habe ich noch mal eine Frage, könnte ich von dir noch ein Autogramm bekommen? Ja, sag der Elke gleich mal deine Anschrift und dann schicken wir dir eins. Okay, das ist nett. Tschüss, Nadja. Okay, dann schönen Abend noch. Danke, tschüss. Ja, tschüss. Unser Thema morgen heißt der Tag X. Vielleicht ist es der Tag X jetzt für Nadja, wenn sie zum ersten Mal schwimmen geht mit ihrem Freund. Oder natürlich, wenn sie zum ersten Mal Sex hat mit ihrem Freund. Vielleicht. Aber der Tag X kann auch noch ganz andere Bedeutungen haben. Ich möchte gerne über euch reden. Eigentlich hat ja jeder von uns irgendwie sowas. So einen Tag, wo man sagt, Mensch, seit diesem Tag ist mein Leben anders. Oder diesen Tag werde ich niemals vergessen. Oder dieser Tag war der glücklichste Tag in meinem Leben. Ich bin richtig erschüttert worden. Alles um mich ist schöner und besser geworden. Das war der Tag X. Also das ist unser Thema morgen. Wir haben schon einige Mal in dieser Sendung über dieses Thema gesprochen. Aber es ist ja immer so schade. Wir haben dann hier maximal 7 oder 8 Gespräche und dadurch ist das Thema dann ja noch nicht erschöpft oder erledigt. Deshalb greifen wir das morgen nochmal auf. Der Tag X, Morgenthema hier bei Domian. Marina ist jetzt bei mir. Marina ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Marina. Jo, ja, um was geht's? Mein Thema ist halt mein Vater. Der ist vor 4 Wochen gestorben. Ja. Und meine Mutter, Blödsinn, meine Schwester, hat mir 2 Tage vor seiner Beerdigung gesagt, dass er sie als Kind missbraucht hätte. Ich hing sehr an meinen Vater. Mhm. Puh, Entschuldigung. Ja. Also ich hing nach wie vor an meinen Vater. Er fehlt mir unheimlich. Ja. Ist dein Vater sehr plötzlich verstorben, Marina? Nein, er hatte einen Herzinfarkt, 2 Herzinfarkte und lag noch 3 Wochen im Krankenhaus und man kann schon fast sagen, er ist dahingesägt. Also da war dann nach 2 Wochen war da schon gar nichts mehr. Also da hauchte das Leben praktisch sozusagen aus ihm heraus, weil ich war jeden Tag im Krankenhaus. Ich habe dadurch meinen Job auch verloren und weil du immer im Krankenhaus warst, deshalb hast du den Job verloren? Ja. Was hast du nur gemacht? Ich war Telefonistin und habe den Umsatz nicht geschafft. Und da ich noch in der Probezeit war, hat mein Chef dann gesagt, dass unter diesen Umständen müssen wir uns von dir trennen. Und also da gab es keine Rücksicht. Ja. Aber das ist ja auch völlig egal. Da finde ich schon was Neues, da mache ich mir keinen Kopf. Was mein Problem ist, ist einfach nur, meine Schwester sagte, wie gesagt, 2 Tage vor seiner Beerdigung zu mir, er hätte sie als 14-jähriges Mädchen missbraucht. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich die meinen Vater habe, göttlich, und das weiß ich auch. Und weißt du, ich frage mich gerade, wie alt ist deine Schwester? 45. 45? Mhm. Also bei dir sind keinerlei Sachen in irgendeiner Weise passiert, als du Kind warst mit deinem Vater? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Mein Vater hat mich behandelt wie sein Püppchen. Da durfte keiner ran. Ja. Und um Himmels Willen. Wie war er denn so nach außen zu deiner Schwester, was du mitbekommen ganz hast? Ganz normal. Ganz normal. Ganz normal. Er war als Jugendlicher, also als junges Mädchen, weiß ich noch, sie hat ja noch lange bei uns zu Hause gewohnt, da hat er sie auch behütet. Und wenn sie einen Freund hatte oder so, da hat er auch schon auf sie Obacht gegeben und so. Also ja. Wie ist denn dein Verhältnis all die Jahre zu deiner Schwester gewesen? Sehr gut. Sehr gut. Super sogar, ja. Ich frage mich nämlich gerade, warum deine Schwester, die ja auch wusste, was für ein gutes Verhältnis du mit deinem Vater hattest, und wie sehr dir das zu Herzen geht alles,
warum sie dir das 2 Tage vor seiner Beerdigung sagt. Warum hat sie es nicht schon vor 2 Jahren oder vor 10 Jahren gesagt? Genau, das ist das, was mich auch beschäftigt. Warum hat sie nicht schon längst was gesagt? Hast du sie danach gefragt? Nein, ich war an diesem Abend so geschockt gewesen und ich konnte gar nichts sagen. Sie sagte ja auch nicht viel. Sie meinte halt nur, ja, sie war 14, da hat er sie wohl zu einer Freundin gefahren und da ist es halt passiert. Da wäre wohl in sie eingedrungen und da fing sie an zu schimpfen, was für ein Arschloch das ist. Und das war es dann letztendlich auch. Und am nächsten Tag rief sie mich an und meinte nur zu mir, ich sollte das vergessen und ich sollte das einfach abtun, wegdrängen, wie auch immer. Also, das geht nicht. Wenn sie sagt, was für ein Arschloch das war, ja, während der Vater noch gar nicht beerdigt ist, dann müsste man doch eigentlich auch in den Jahren vorher gemerkt haben, dass sie in einer gewissen Weise distanziert zu dem Vater war. Ja, hast du da was mitbekommen? War sie nicht. Von ihrer Seite aus auch gar nichts? Gar nicht. Sie war freundlich zu ihm und herzlich und hat ihn umarmt? Sie hat mit ihm gelacht und es war ein ganz normales Vater-Tochter-Verhältnis gewesen. Und das ist das, was mich eben so nachdenklich macht und was mich so arg beschäftigen tut. Nun sind 4 Wochen seitdem vergangen. Habt ihr beiden nochmal geredet darüber? Nein. Ich habe auch nicht den Mut, sie darauf anzusprechen, muss ich ehrlich sagen. Weil hat die Mutter das auch mitbekommen? Nein, meine Mutter weiß gar nichts und die darf auch gar nichts erfahren. Ihr seid die beiden einzigen Kinder? Nein, wir sind insgesamt 8. 8 Kinder? Ja, aber wir sind zwei Geschwister, also 2 Mädchen und der Rest sind halt, die 6 anderen sind als Jungs. Hat sie sich denn, also ich meine, es ist deine ältere Schwester, hat sie sich um den Papa auch gekümmert, als er im Krankenhaus lag? Nein. Das nicht? Es muss dazu sagen, es wusste keiner außer ich. Weil die Familie an sich hatte kein sehr gutes Verhältnis zum Schluss zu meinem Vater. Und ach, sie dann auch nicht mehr zum Schluss? Nee, zum Schluss nicht mehr, nein. Und woran lag das? Ja, das waren Geschichten wegen Geld, die er sich mal geliehen hat bei meiner Schwester oder bei meinen Brüdern. Und dann hat er nichts zurückgegeben. Und also ich sag mal jetzt nicht das. Kann man sagen, dass du so das Lieblingskind warst? Ja. Ich war das Nesthäkchen, weil ich die Letzte war und ich war das Nesthäkchen, ja. Du sagst Stichwort Geld. Ist jetzt auch irgendwelches Geld im Spiel, Stichwort Erbschaft? Nein. Das nein. Nicht? Nein. Nein, gar nichts. Also du kriegst jetzt nicht irgendwie besonders viel Geld? Nein, überhaupt nicht. Kann das sein, dass deine Schwester auch neidisch war auf dich, dass der Papa dich doch vielleicht ein bisschen bevorzugt hat oder dass du eben neidisch. Das ja, wenn es danach geht, waren sie alle neidisch, muss ich dazu sagen. Ja, sicherlich, klar. Ich habe früher, nicht will ich sagen, alles bekommen, aber wenn ich einen Wunsch geäußert habe, dann hat man das schon möglich gemacht, obwohl nicht vielleicht die Mittel da waren, aber. Weißt du, ich frage das deshalb. Ich denke es nur so. Ich meine, es wäre sehr schlimm, wenn das der Fall wäre, aber ich spreche es trotzdem mal aus, dass sich da so viel Neid aufgestaut hat und so viel Eifersucht auf dich, dass sie einfach in der Situation, als der Vater nur gerade gestorben war, dir auch noch eins auswischen wollte und hat so eine Lüge erfunden. Ich meine, wenn das so wäre, wäre es unglaublich schlimm, aber man muss ja alles mal bedenken. Domian, man hört es immer in den Medien und man sieht es auch immer wieder Frauen, die missbraucht wurden, zum Beispiel als junges Mädchen, die müssen doch irgendwie sexuell irgendwelche Probleme haben. Es gibt doch gar nicht, dass da alles wunderbar läuft. Und meine Schwester meinte noch zu mir am gleichen Abend, nachdem sie mir gesagt hat, dass er sie vergewaltigt hätte oder beziehungsweise missbraucht hätte, nicht vergewaltigt, sondern missbraucht hätte, sie hat ja sexuell keine Probleme, sie macht nach wie vor gerne Sex. Was soll ich davon halten? Das hat sie auch noch. Das hat sie noch wortwörtlich gesagt. Auch 2 Tage vor der Beerdigung. Ja, 2 Tage vor der Beerdigung. Also du bist jetzt gar nicht auf meine Spekulation eingegangen. Wäre das ein Gedankenmodell, dass es aus Eifersucht gesagt hat, aus tiefer Eifersucht, die sich vielleicht aufgestaut hat über Jahre und Jahrzehnte? Ich weiß nicht, ob ich sowas vermuten annehmen kann oder soll. Dieses wäre genauso schlimm, wie wenn das andere wahr wäre. Ja, mit Sicherheit. Also erstmal möchte ich auch feststellen, dass ich das ausgesprochen gemein finde von deiner Schwester. In der Situation, also bevor der Vater beerdigt ist, das muss man ja mal sagen, das dir zu sagen, wo sie auch weiß, wie sehr du darunter gelitten hast. Selbst wenn es stimmen würde, sagt man das nicht in dem Moment. Also muss da schon eine große Hassemotion bei ihr, irgendwas stimmt da nicht im Spiel sein. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ja, aber was?
Was soll ich tun? Nee, genau, das ist jetzt das Problem. Was sollst du jetzt tun? Was sollst du jetzt machen? Du kannst dich mit niemandem besprechen, du kannst mit der Mutter nicht sprechen, du kannst mit den anderen Geschwistern nicht sprechen. Ich kann mit meinem Bruder habe ich drüber gesprochen und mein Bruder hat gesagt, also ich leg beide Hände für Vater ins Feuer, hat er zu mir gesagt, das war er nicht, das hat er nie getan, auf keinen Fall. Was vermutet denn der Bruder, warum sie das sagt? Er meinte zu mir, vielleicht ist ihr wirklich was widerfahren als Kind, dass sie von jemandem missbraucht wurde. Aber warum beschuldigt sie dann im Nachhinein? Warum sie im Nachhinein ihn beschuldigt, das konnte er sich auch nicht erklären. Und dann auch noch, solange er nicht mal beerdigt ist. Sie hat am Grab gestanden, ich hab das nur nicht weiter beobachtet, aber mein Bruder hat es wohl beobachtet und hat mir hinterher erzählt, sie hatte wohl ein Grinsen drauf, so ein hämisches, so unter dem Motto, ha, jetzt bist du ja tot, also weg. So, sie hat auch keine Träne vergossen, also da war... Aber hat dich denn das nicht auch sehr verwundert, wenn du sie vorher mitbekommen hast? Du sagst, vorher war sie normal, also relativ normal dem Vater gegenüber. Ja. Vielleicht nicht in der allerletzten Zeit, aber die Jahre davor. Ja. Das ist ja dann auch sonderbar. Ja, sicherlich. Das ist es ja, worüber ich mir auch die ganze Zeit den Kopf zerbreche und was mich auch arg belastet. Es funktioniert zu Hause nichts mehr richtig. Also ich sag mal, seelisch geht's mir einfach beschissen, auf Deutsch gesagt. Es geht mir verdammt schlecht. Ja, das bekommt mein Mann zu spüren und die Kinder. Es ist ja wahrscheinlich auch völlig sinnlos, nochmal das Gespräch mit ihr zu suchen. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich hätte auch ehrlich gesagt nicht den Mut dazu. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, zumal man ja auch dann immer noch nicht weiß, was ist los. Und sie kann drauf beharren und derjenige, der es vielleicht auch wüsste, ist ja tot. Das ist es ja. Er ist ja tot. Er kann ja nicht nur sagen, nein, es war nicht mehr so. Oder es ist nicht so gewesen. Das ist es ja. Die Trauer ist noch so frisch. Der Papa ist erst 4 Wochen tot. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Vermutung oder dieser Vorwurf die Trauer noch um ein Vielfaches mehr belastet. Alles. Dass nicht nur die Trauer da ist, sondern eben auch noch die Verzweiflung über diesen Vorwurf. Ja, weil ich das mal, wenn ich zum Friedhof fahre und dann vor sein Grab stehe, dann das tut so weh. Marina, weil er hat es nicht verdient. Also, ich verstehe es wirklich, dass du da sehr, sehr traurig bist und auch sehr verzweifelt. Ich würde Folgendes an deiner Stelle jetzt versuchen, erstmal zu machen. Ich sag es mal so, kümmere du dich mal um deine Trauer und behalte du deinen Papa so in Erinnerung, wie er für dich war und wie du ihn erlebt hast. Und das ist ja eine gute Erinnerung, so wie ich es jetzt höre. Ja. So, und lass das Andenken jetzt erstmal nicht beschmutzen. Und lass erstmal viel Zeit ins Land gehen. Und wenn du vielleicht auch in einem Jahr oder noch länger stabiler bist, dann würde ich mir nochmal sehr ernsthaft die Schwester zur Brust nehmen und sagen, was das sollte. Und vor allen Dingen, was es sollte, in so einer Trauersituation so einen fulminanten Vorwurf auszusprechen. Warum verdammt nochmal sie das nicht vorher gesagt hat, wenn es denn stimmt. Und warum sie dann nicht die Schnauze gehalten hat. Ne? Und dich nicht noch so belastet hat. Ich würde erstmal jetzt gar keinen Kontakt suchen zu der Schwester. Den hast du sowieso nicht so sehr, ne? Nicht so arg, ne. Ich würde einfach auf Distanz gehen. Das ist eine große Verletzung, die sie dir zugefügt hat. Ja. Insofern zurückgehen. Okay. Und deinen Vater erstmal so in Erinnerung behalten, wie du ihn in Erinnerung hast. Möchtest du denn mit meiner Psychologin auch nochmal ein paar Worte reden? Weiß ich nicht. Ich fände es ganz gut, weil die Elke hat vielleicht auch noch eine andere Meinung, wie du dich jetzt verhalten solltest. Insofern wäre es vielleicht auch gut, ihre Meinung noch zu hören. Okay. Ja, dann rufen wir dich, das heißt Elke, gleich nochmal an. Ich danke dir ganz lieb, ja. Alles Gute, Marina. Danke dir. Auf Wiedersehen. Schöne Nacht noch. Dankeschön. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Benni. Ja, hi. Hallo Benni, 20 Jahre alt. Ja, genau. Dein Thema. Mein großes Thema ist Akne. Akne? Akne. Du hast Akne. Genau. Also überall? Am ganzen Körper? Also im Unterkörper leider Gott sei Dank nicht. Also ab Bauch abwärts. Aufwärts. Am Rücken hauptsächlich wahrscheinlich? Genau. Und Brust auch? Brust und vor allem Gesicht. Ne? Mhm. Das ist halt auch, wenn ich Kleidung anhabe, sichtbar ist. Beschreib dich mal, wie du im Moment aussiehst, im Gesicht. Also ich kratze
unglaublich an diesen Pickeln rum. Das ist ganz furchtbar, denn die schwillen dann total an. Und das sind wirklich dicke Pusteln, die ich im Gesicht habe schon. Die dann auch irgendwann zu Eiter aufspringen. Genau, die spritzen dann zu diesen Eiterpusteln wirklich auf und das ist traumig. Ist es so, dass die ganze Stirn beispielsweise richtig übersät ist mit den Pickeln? Genau, genau. Mhm. Auch Kopfhaut und so, also. Mhm. Ja, genau, die hat man auch unter der. Also in den Haaren, ne? Unter den genau, Haaren. Genau, ja, ja. Mhm. Wie lange hast du es schon? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren? Als Kind schon bekommen? Mhm. Ungewöhnlich. Ja. Normalerweise kriegt man das immer erst in der Pubertät. Das fing bei mir seitdem ich 10 Jahre alt bin. Mhm. Bist du in ärztlicher Behandlung? Ich war, ja. Warum bist du nicht mehr? Ja, ich war ziemlich lange da drin, aber es hat irgendwie nicht viel gebracht. Ich habe auch so Bestrahlungstherapien gemacht und so, aber es hat nicht viel gebracht und da habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht mehr. Habe mich wirklich total zurückgezogen. Was für Therapien hast du denn sonst noch gemacht? Also was Bestrahlung? Es gibt ja vielfältige Dinge, die man heutzutage machen kann gegen Akne. Das ist so eine Lasertherapie, war das. Mhm. Und die haben diese wirklich weggelasert, das waren so dicke Pusteln. Mhm. Die haben sie weggelasert, aber die kamen immer wieder. Also was haben sie noch gemacht? Der Arzt hat mir versprochen, die kommen dann wirklich nicht mehr wieder, aber sie kamen doch wieder. Die haben die Lasertherapie im Gesicht oder im ganzen Körper gemacht? Genau, ja, auch auf dem Rücken und so. Und was haben sie noch gemacht? Das war's eigentlich. Also danach kam eine lockere Wärmebestrahlung und so. Hast du Medikamente bekommen? Genau, Medikamente habe ich verschrieben bekommen, Tabletten, Salben und alles. Bist du mit Vitamin A-Säure behandelt worden? Das sagt mir jetzt nichts. Sagt dir nichts. Du sprichst nämlich mit einem Fachmann. Ja. Weil ich das nämlich auch sehr, sehr schlimm hatte früher, Benni. Ich kenne deine Sendung, ja, daraus. Ich habe es schon mal gesagt. Ja. Ich habe es dir schon mal erzählt. Mhm. Ja. Ich kann mich sehr gut in dich hineindenken. Das ist furchtbar. Also ich bin jetzt in einer eigenen Wohnung seit einem Jahr und habe mich von meiner Familie, von meinen Eltern komplett abgeschnitten. Also ich traue mich einfach nicht, mit denen darüber zu reden. Das ist ganz furchtbar. Wobei gerade so Familie und Eltern sind ja noch diejenigen, die einem am offensten gegenübertreten und vor denen man sich am wenigsten schämen muss. Ja, das ist schlimm. Ich kann es einfach nicht. Vor allem mit Freunden auch nicht. Ich habe jeglichen Kontakt, den ich in den Schulen aufgebaut habe, verloren. Und Was machst du? Bist du irgendwie... Ich kriege Sozialhilfe, also ich bin arbeitslos. Du bist arbeitslos. Hast du einen Schulabschluss? Einen Realschulabschluss, ja. Mhm. Hast du mal mit einer Lehre angefangen? Gar nichts, nein. Hat das damit zu tun? Ja, also seit diesem Realschulabschluss, ich habe bei meinen Eltern noch gewohnt ein bisschen und dann bin ich in eine eigene Wohnung gezogen und seitdem... Und du lebst dort ganz abgekapselt? Ganz allein, ja. Also und ich hatte sogar Angst, zu diesen Ärzten zu gehen und wirklich, also total alleine und zurückgezogen. Was machst du den ganzen Tag über? Also viel deine Sendung gucken und sonst sehr viel Fernsehen gucken und das war es auch schon im Großen und Ganzen. Aber du kannst doch nicht den ganzen Tag Fernsehen gucken. Ja. Wann gehst du selbst einkaufen? Ich gehe einmal in der Woche einkaufen, ja. Mhm. Das war auch schon der wöchentliche Kontakt mit der Sonne, kann man so sagen. Ja, wobei Sonne im Prinzip ja immer gut wirkt, ne? Ja, natürlich. Habe ich die Erfahrung gemacht. Mehr auch. Es gibt gar keinen Freund im Moment? Gar nicht, also überhaupt nicht. Niemanden, absolut niemanden. Absolut niemanden. Was sagt denn deine Mutter? Kann die das denn verstehen, dass du dich da so einkapselst? Kommt die dich nicht besuchen ab und zu? Ich hatte vorher schon wenig Kontakt zu meinen Eltern, also das war ganz schlimm. Hm. Jetzt sag nochmal, wie lange du jetzt so eingekapselt lebst? Ich habe also mit 17 meinen Schulabschluss gemacht, Realschulabschluss. Ja, und seitdem ist das so? Nee, seitdem wohne ich also anderthalb Jahre circa noch bei meinen Eltern ja. Und dann bin ich in eine eigene Wohnung gezogen. Ja. Ich will gar nicht nach dem Thema Frauen fragen. Kann man wahrscheinlich vergessen, ne? Noch nie. Noch nie. Mhm. Noch nie. Mhm. Also auch nicht in der Schule oder so, also nie. Weil die ganze Zeit, während du aufgewachsen bist und in die Pubertät kamst, du wie ein Streuselkuchen aussahst. Mhm, genau. Wie siehst du denn sonst so aus?
Bist du, abgesehen davon, nehmen wir mal an, man könnte die wegzaubern, bist du da mit deinem Körper zufrieden? Dann würde ich sagen, ist in Ordnung. Also ich bin nicht dick oder so, also gar nichts. Wenn diese Dinger weg wären, wäre ich total zufrieden. Wirklich. So, jetzt sag mir nochmal, wann du genau aufgegeben hast, dich von einem Arzt behandeln zu lassen. Das war ja circa vor anderthalb Jahren. Ja, das ist der falsche Weg, Benni. Das ist der falsche Weg. Also ich bin jetzt nur medizinisch informiert genau über das, was man vor 20 Jahren machen konnte. Ja. Ich bin sicher, dass es heute noch viel bessere und intensivere Methoden gibt, das Zeug einigermaßen in den Griff zu kriegen. Wenn du zu einem guten Hautarzt gehst, der auch auf der Höhe der Zeit ist. Also die haben mir gesagt, wirklich das Beste, was es gibt, ist diese Lasertherapie. Und es hat nichts gebracht. Und seitdem habe ich einfach die Kraft und ich habe es verloren. Bei wie vielen Hautärzten warst du denn? Zwei. So, das ist schon mal viel zu wenig. Lebst du in einer größeren Stadt? Nee, leider nicht. Wie viel gibt es denn in eurer Umgebung? Größere Städte? Nee, Hautärzte, ich sag nicht zwei. Vielleicht fünf. Ist denn eine größere Stadt in der Nähe? Eine Universitätsstadt zum Beispiel? Anderthalb Stunden. Gut, da musst du dich halt in den Zug setzen und dahin fahren. Also ich finde einfach, dass irgendwas passieren muss. Ja. Und wenn man bei zwei Ärzten war, ist das zwar frustrierend und ich kann es nur wirklich nachvollziehen, das muss ich nicht ständig sagen, aber du musst was Neues unternehmen. Und du musst vielleicht den einen oder anderen noch neuen und besseren Fachmann aufsuchen, damit der das begutachtet und vielleicht doch noch eine andere Idee hat. Ja. Die Alternative ist ja nun völlig fürchterlich, wenn du da allein in deiner Wohnung sitzt, irgendwann wird man ja schwermütig und depressiv dabei. Ja, das ist alles schon, also das sagt man so einfach. Ne? Das sind jetzt nur mittlerweile schon fast zwei Jahre. Das sagt man jetzt einfach so, geh mal zum Arzt. Das hat mir meine Mutter auch schon 10-mal gesagt. Also das ist. Das heißt, du hast doch richtig Angst, da rauszugehen. Ja, natürlich. Angst, auch zu einem Arzt zu gehen. Ja. Weil du dich vor dem Arzt auch schämst, das nicht. Das nicht. Also es ist unheimlich schwierig. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man höchstens einmal in der Woche aus der Wohnung rausgeht und dann unter Angst. Wirklich richtig, ich habe Schiss. Also die Leute, die gucken mich an und das ist furchtbar. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es in deiner Situation schwierig ist, so etwas zu recherchieren. Wohin gehe ich? Wo ist ein guter Arzt? Wie rufe ich bei irgendeiner Universitätsklinik an? Wie mache ich da einen Termin und so weiter? Ja, ja. Also mir läuft das alles kalt den Rücken runter, wenn ich denke, ich müsste mit so einem Arzt telefonieren und darüber wirklich, ich habe auch massive Probleme jetzt mit dir zu reden. Das klappt aber hervorragend. Ja, ich zittere ziemlich. Also. Das klappt aber fast perfekt. Das merkt man mir nicht an. Vielleicht liegt es auch daran, dass du mich zumindest einseitig kennst, wenn du öfters die Sendung guckst. Also schon sehr lange, ja. Aber dann war dir wahrscheinlich auch klar, dass ich das sagen würde, ne? Dass du etwas unternehmen musst. Natürlich, ja. Und wenn du noch zu 10 Ärzten gehst, du musst es versuchen. Ist das denn der einzige Ausweg? Ja, was sonst? Ja, deswegen rufe ich hier an. Was sonst? Was sonst? Das kann sein, dass sich das noch 10 Jahre plagt. Ich weiß nicht, ob es kann vielleicht irgendwann von alleine weggehen, vielleicht dauert es aber wirklich noch 10 oder 15 Jahre. Ja. So, ist das eine Lebensperspektive? Nein. Nee, absolut nicht. Nee, das ist keine Lebensperspektive. Und es wäre auch mal gut, wenn du irgendwie in die Schule kämst und vielleicht eine Lehre machen würdest oder noch einen Schulabschluss oder irgendetwas, damit es vorangeht. Also, wir müssen ja gar nicht diskutieren, auf jeden Bereich bezogen, auf Freunde, auf Freundinnen, auf Beruf, auf Freizeit, auf alles. Kurz das Leben in den Griff kriegen. So. So, pass auf. Jetzt werden wir dich gleich nochmal anrufen. Ja. Und wir werden dann beraten, wie man dich selbst und deine Angst austricksen kann, dass du so eine Recherche durchführen kannst. Oder vielleicht können wir dir da auch noch ein bisschen bei helfen. Ja. Um an einen ordentlichen Hautarzt zu kommen. Das wäre super, ja. In welcher Gegend so grob wohnst du denn? Richtung Winterberg, wenn dir das was sagt. Im Sauerland. Genau. Gut. Dann ist ja Köln auch nicht so ganz weit. Nicht ganz weit, ja. Ja, gut. So, Benni, so verbleiben wir. Wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns nochmal unterhalten können irgendwann. Ja. Und du mir eine Erfolgsgeschichte erzählst. Das hoffe ich auch, ja. Da würde ich mich sehr freuen. Das
Flair sogar, ja, okay. Ja? So, du legst auf, wir rufen gleich nochmal an. Aber natürlich, ja. Okay, tschüss. Tschüss. Anita, 54 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, guten Abend oder guten Morgen, Jürgen. Hallo, Anita. Es geht um Folgendes, es geht um sexuelle Hörigkeit. Das betrifft dich. Das betrifft mich, du ja. Bist sexuell hörig. Ja, und zwar habe ich vor 3 Jahren einen Mann via Internet kennengelernt. Mhm. Das war alles sehr nett, bis ich mit ihm telefonierte. Hat eine Wahnsinnsstimme. Ja, und dann haben wir so einige Spielchen gespielt. Mhm. Und was für Spielchen? Naja, möchte ich jetzt so nicht sagen. Also in sexueller Richtung, etwas auch ein bisschen ausgefallenere Sachen. Ja, genau. Die du vorher so noch nicht ausprobiert hast? Stimmt auch, ja. Stimmt auch. Ne? Und du dann gemerkt hast, ah, das ist schon interessant und das fixt mich schon an. Das finde ich ja, schon toll. Genau. Ja? Kurze Frage, du bist aber eigentlich solo, oder hast du nebenher, bist du auch noch verheiratet? Ich war verheiratet. Aber im Moment nicht? Im Moment nicht, ja. Nein. So fing es an und somit hast du jetzt symbolisch gesagt Blut geleckt und hast gemerkt, das gefällt mir, das ist toll. Ja. Was der Typ mit mir macht oder was wir gemeinsam miteinander machen können. Ja, genau. Mhm. Und dann? Ja, und dann ging das so weit, dass ich, wenn er nicht online war oder wenn ich nicht mit ihm sprechen konnte, ja, so quasi Entzugserscheinungen hatte. Mhm. Was ich natürlich da noch nicht so gedeutet habe, dass das irgendwie ein Entzug war. Mhm. Ja, irgendwann haben wir uns dann auch real getroffen. Ja. Alles andere war vorher nur übers Telefon oder über Internet gelaufen. Ja. So ihr habt euch dann in so eine Fantasie hineingesteigert. Ja, genau. Ja. Mhm. Und es ging ja dann auch so weit, dass er mir vorgeschrieben hat, wenn ich rausgegangen bin, was ich anziehen soll und so weiter und so fort, nicht? Und dann unser erstes Treffen, da hat er auch gesagt, das und das ziehst du an und wir treffen uns da und da. Also warst du oder bist du in so einer Art Sklavenrolle? Ja. Ne? Kann man so sagen? Ja, kann man so sagen. Mhm. Ja, und das erste Treffen war natürlich ein totaler Reinfall. Ich hatte natürlich nicht das an, was er gesagt hat. Und hat er mich sofort nach Hause geschickt. Er hat gesagt, so nicht, ich wollte dich anders sehen, geh nach Hause. Genau. Und dann bist du nach Hause gegangen. Musste ich. Musstest du. Ja. Weil du seine Befehle annehmen musst. Genau, genau. Mhm. So ist das. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ging, wie gesagt, bis vor einem Dreivierteljahr. Mhm. Ich habe gemerkt, meine Ehe ist kaputt gegangen, ich habe keine Freunde mehr. Ach so, als das anfing mit dem Typ, da warst du noch verheiratet? Ja. Ach so. Mhm. Also meine ganzen sozialen Kontakte sind dahin, weil ich ja immer auch gewartet habe, wann ruft er an, wann ist er online, wann du bist kann also ich ihn sprechen. Du bist quasi ständig auf der Hut und hoffst, dass das Telefon klingelt oder dass du ihn im Internet irgendwie triffst. Ja, genau. Habt ihr euch denn seit diesem einen Vorfall oft noch real getroffen? Ja, natürlich haben wir uns dennoch real getroffen. Es ist eine klassische Herr-Sklaven-Beziehung? Nein, eine klassische nicht. Was ist so unklassisch daran? Ja, dass ich nicht so, sag ich mal, körperlich auch bestraft werde, wie das in der normalen Herr- und Sklavenbeziehung ist. Jetzt hast du den Eindruck, dass du völlig in die Sackgasse geraten bist damit. Ja. Dass alles irgendwie um dich herum kaputt gegangen ist. Ja. Du in Abhängigkeit bist von diesem Mann und irgendwie gar nicht mehr über dein eigenes Leben richtig bestimmen kannst. Einmal das, ja. Und zweitens habe ich jetzt auch bemerkt, wenn ich einen Mann kennenlerne, dass ich da überhaupt keine normale Beziehung zu aufbauen kann. Jetzt bin ich sehr traurig. Du hörst im Hintergrund unsere Musik. Ja. Und überlege es gerade nach einer guten Lösung. Ich würde sehr gerne mit dir weitersprechen. Was hältst du davon, wenn wir dieses Gespräch als Teil 1 unseres Gesprächs ansehen und wir uns, morgen haben wir ein festes Thema, aber am Mittwoch weiter unterhalten würden, Anita? Ja. Wäre das in Ordnung? Ja. Dann legst du mal auf, mein Redakteur ruft dich nochmal an und dann könnt ihr genau eine Zeit vereinbaren. Okay. Ja, so machen wir. Das würde ich einfach jetzt einmal sagen, bis Mittwoch. Okay. Tschüss, Anita. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Gunnel Blendin und Gudrun Hausen und unser Thema morgen Nacht heißt
der Tag X. Ich möchte gerne mit euch reden über euren wahnsinnigsten Tag, über den heftigsten Tag in eurem Leben, über den Tag, der bei euch irgendwie alles verändert hat und den ihr niemals vergessen werdet, nie. Oder der vielleicht sogar noch vor euch liegt, kann ja auch sein. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Tschüss.